Ach, hier, da ist auch noch eine Kiste. Wo? Ja. Ach, das ist eine Munitionskiste. Mach auf! Da, Hebel, Junge! Gestern waren wir den anderen. Wieso? Was ist das denn? Entdecken. Okay. Haben wir jetzt entdeckt. Ah, ist ja doch keine Munitionskiste. Geil. Waffen, geil, geil. Alles doch gesagt, ey. Also, das ist keine. Conny. Knarren sind voll geil. Boah, eine explosive Torque mit Doppelmunition und Doppelgeschwindigkeit. Boah, ist das eine übelst böse Knarre. Scheiße. Das ist eine Waffenkiste. Die ist richtig gut. Ja, hier ist. Was gibt's? Oh, eine Pizza. Oh, eine Pizza. Bin auf Medikits gestoßen. Die wird jetzt sehr praktisch werden. Brauchen auf alle Fälle jetzt irgendeine Blitzwaffe. Blitzwaffen brauchen wir auf alle Fälle. Gegen Schilde, ja, dann ja, oder? Gegen Schilde, weil nachher kommt ein Vieh, was ganz böse Schilde hat. Und das. Und das solange das Ding die Schilde hat, ist das übelst mächtig. Wenn es die Schilde verliert, kannst du es eigentlich relativ leicht killen. Okay. Leute, ihr habt's jetzt, ihr wisst's jetzt. Ich bräuchte mal. Was ist mal jetzt hier? Das ist nur Checkpoint. Ich müsste mal meine Sachen verkaufen irgendwie oder sowas. Ammo nachladen. Oh, Vladi. So, das bist du. Ich dachte schon. Das ist eine geile Pistole, Mann. Oh, Vladi, jetzt geht's los. Ich hab geöffnet. Kammerjäger, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, okay. Wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Okay. Dauert nur eine Sekunde. Ja. Okay, das war's. Und jetzt sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Commander, hinter dir ist da irgendwas. Kammerjäger! Du musst dieses Ding stoppen! Lass mich los, verdammt! So bezahlt Handsome Jack Lösegeld. Aktiviere Kampf. Oh, so. Dann links lang, wenn du willst. Links? Ah ja, da geht's auch lang. Ah, ich glaube, es ist egal. Oder? Oh. Resistent? Die sind feuerresistent. Ja, natürlich sind die feuerresistent. Das ist ja Panzerung brauchst du Säure. Haben noch keine Säurewaffen, oder? Nee. Kleiner Tipp beim Kampf gegen die Loader. Die kritischen Trefferzonen ist einmal das rote Auge und dann die diese dünnen Stellen, also die Verbindungsstellen zwischen Arme und Torso. Ich hab noch 6 HP, Digga. Zwischen Arme und Torso, das ist auch nochmal eine kritische Trefferzone. Da kannst du die Arme abschießen. Wir schießen da hinten. Ja, irgendein blöder Loader. Ah ne, das sind die Viecher. Irgendwas. Ja, das kommt vom Mondstadt. Also hier von der Mondstation. Das war nichts. Gerade hier Roboter runter. Ah. Also hier das Sniper, das ist schon eine schöne Anschaffung gewesen. So mit Brandschaden und so. Das bringt so gegen die Loader nichts. Psychos aber. Ich spare mir meine Rocket Launcher Munition. Ne? Ja. Das alte wäre natürlich jetzt ein Blitz-Rocket Launcher. Der hat eine Granate geschmissen. Oh ja. Weil ich liege neben dir, ne? Ja, ich weiß. Halt still! Ja, ich weiß. Das rechne ich dir hoch an! Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Pistole ist voll geil, ich weiß gar nicht, was du gegen Pistolen hast. Ist voll ultimativ. Geh mal zu dem explosiven Gastank. Ach scheiße, hätte ich nicht schneller hingehen können. Nein, vielleicht leider nicht. Da. Wir müssen jetzt den Worten besiegen. Waffen! Waffen!
Ach, Göttchen. Die Magazine von Branded-Waffen sind größer als die von jedem anderen Hersteller. Na dann, feuer frei. Okay, jetzt wissen wir's. Speziellen Handles haben wir. Borderlands 1 gab's auch mal vom Bosskampf im Handles. Nee, der Bosskampf kommt ja noch nicht. Wir müssen erst hier noch durch die Karte durchkämpfen. Ein Staudamm. Ey, das sieht aus wie bei Crysis 3, so ein Staudamm. Oh Gott, sind da viele. Stopp das verdammte Ding! Der Bot bringt Roland zu dem Landungsschiff. Halt sie auf, bevor sie weg sind. Ah, hier. Okay. Und wenn wir das hier verkacken mit dem Vieh, wir haben nicht ewig Zeit, diesen Bot da zu töten. Wenn wir das verkacken, müssen wir dann hier in das Konzentrationslager rausholen. Wir müssen uns beeilen, also. Ja, wie gesagt, wenn wir es halt nicht schaffen, kriegen wir halt einfach eine extra Mission aufgedonnert. So. Wo sind die Viecher? Ich muss eine andere Waffe ausrüsten, gerade. Schrotflinte tauschen wir gerade gegen Ding aus. Oder sollen wir die Snap austauschen? Ich glaube, ich tausche die Snap aus. Boah, geil. Ich hab ne Automatik-Sniper. Herausforderung gemeistert. Voll geil. Gott, kommt da noch mehr? Oh, scheiße, der hat noch. Probier zwar hier mit! Meine Waffe macht echt keinen Damage. Ich mach mal ein ordentliches SMG oder sowas. Du musst meine LMK-Waffe benutzen. Die richtig. Was machen die denn für laute Geräusche, Granaten nach mir geschmissen. Seht ihr das? Du brauchst Schweinemunition hier für die Waffe und kommt nichts raus, ey. Du musst einfach mal auf die kritischen Trefferzonen zielen, Junge. Du brauchst doch nicht so viel Ammo. Junge, echt, ey. Oh, wir schmeißen die irgendwas. Was war das denn? Lasst uns in Frieden! Lasst uns in Frieden! Was denn? Der ist abgehauen. Mhm. Angst gehabt. Die bringen sich gegenseitig um. Sehr schön. Das war nicht ganz so schön. Killer Marauder. Ammo! Wow! Hier, der Todesstern da oben, der geht einem ganz schön auf die Nerven, ja, oder? Das ist kein Todesstern, Junge. Ach, das Todesstern. Darth Vader Todesstern. Voll geil. Hast du eigentlich gehört? Schon gehört? Es gibt ein neues, soll ein neues Darth Vader gemacht werden. Ich hab schon gehört. Ein neues Star Wars. Das ist voll schwul. Erinnerst du dich an die South Park-Folge, wo Indiana Jones vergewaltigt wird? Von George Lucas? Kein South Park. Ja, aber da gibt's so eine Folge, wo George Lucas und Steven Spielberg Indiana Jones vergewaltigt. Also richtig vergewaltigt. Das siehst du dann auch in mehreren Szenen, wo er dann von den beiden vergewaltigt wird. Ich denke, dasselbe werden sie mit Luke Skywalker und den ganzen anderen Leuten aus Star Wars machen. Die werden auch schön vergewaltigt. Da kommt garantiert dann auch eine South Park-Folge raus, werde ich studieren. Ich würde ja ganz gern meine Schrotflinte nehmen. Nur meine Schrotflinte, da muss ich in den Nahkampf gehen. Und wenn die explodieren, ist nicht so gut. Oh, oh. Also nur die explosiven Loader explodieren. Die anderen explodieren eigentlich nicht. Ich glaube, da kriegt einer am Boden. Der hat seine Beine verloren. Triffst aber auch nicht. Die Waffe ist der größte Ranz. Ich brauche eine neue, ey. Willst du welche haben? Ich habe noch welche. Also, du musst halt eine bei den Loadern musst du eine Waffe nehmen, die sehr genau ist. Und dann nur auf die kritischen Trefferzonen schießen. Sonst machst du die nicht kaputt. Hier, die hat 38. 38 hat immer schon nur. Wann mal, ja, sehr effektiv gegen Fleisch. Ich brauche eine Brandwaffe. Ich habe zwei Brandwaffen. Ist das nicht mehr irgendeine Schrottwaffe oder sowas? Was ist mal da? Du musst eine Torque-Waffe am besten nehmen. Ja, oder noch besser ist natürlich eine Säurewaffe. Ja, Raketenwerfer hast du zu wenig Munition. Warte, ich geb dir eine Torx-Pistole. Dann kommst du ganz gut zurück.
Ja, schmeiß raus den Scheiß. Ja, die macht ganz gut damit. Ja, die macht doppelt so viel wie mein... dreifach so viel wie mein SMG. Man muss da aber genau zielen, ne? Immer schön auf die kritischen Trefferzonen, sonst bringt's nichts.